ist die New Age-Bewegung ein Wegbereiter des Antichristen? Diese Frage soll hier untersucht werden. Zunächst einige Beobachtungen. Die Nüchternheit des technischen Zeitalters lässt immer mehr Menschen kalt. Sie suchen nach Magischem und Übersinnlichem, nach Bewusstseinserweiterung und Mystik, nach Gefühl und neuer Spiritualität. Auch Marx hat seine Beliebtheit verloren. Früher diskutierten wir Marx, heute meditieren wir Zen, sagte kürzlich ein Studentenpfarrer. Kurse für Yoga und Meditation, für Psychotechniken und Astrologie, für autogenes Training und positives Denken verzeichnen Hochkonjunktur. In den Massenmedien wird über Geistheiler und Reinkarnation, über östliche Mystik und Anthroposophie berichtet. Und in kaum einem Buchladen fehlt mir die Ecke über esoterische und Grenzwissenschaften mit einem breiten Angebot abergläubisch-okkulter Literatur. New Age ist der Name, unter dem diese und viele hundert weitere Strömungen zusammenfließen und sich zu einem kraftvollen Strom vereinigen. New Age heißt neues Zeitalter. Gemeint ist das Zeitalter des Wassermanns, welches das alte Fischezeitalter ablösen wird. Das sind astrologische Bezeichnungen, die für die von der Wanderung des Frühlingspunkts sich ableiten. Die Astrologie nimmt an, dass sich alle 2140 Jahre der Frühlingspunkt, also der Stand der Sonne am 21. März, um ein Tierkreiszeichen verschiebt. Der Frühlingspunkt steht jetzt nicht mehr im Tierkreiszeichen Fische, sondern im Tierkreiszeichen Wassermann, beziehungsweise tritt da jetzt ein. Die Astrologen schreiben diesen Sternbildern Kräfte zu. Nach diesen Berechnungen also stehen wir jetzt nicht mehr im Zeitalter der Fische, welches als das christliche Zeitalter von der Astrologie bezeichnet wird, denn Fisch ist das Zeichen, das für das frühchristlich-griechische Symbol Ichthys, also Fisch, das ist die Abkürzung für Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Die Astrologie verbindet dieses Wort Fische mit dem Tierkreiszeichen. Dieses wird verlassen und jetzt treten wir in das Tierkreiszeichen des Wassermanns, der Wassermann, der seine Ströme einer spirituellen Bewusstseinserweiterung auf die Erde ausgießt. Nun, diese Gleichsetzung mit den Sternzeichen wird rein aufgrund der Worte vorgenommen. Im Fischezeitalter vertraute der Mensch auf Gott. Im Wassermannzeitalter nun wird der Mensch selbst zum Gott, indem er sein Bewusstsein erweitert, indem er bisher ungeahnte Kräfte freisetzt und anwendet. Jetzt geht das alte Versprechen der Schlange in Erfüllung, ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose 3, Vers 5. Alain, der Astrologer, schreibt in seinem Buch, Gott ist tot, das Göttliche ist es, das in allem in Erscheinung tritt. Gott ist tot, das Göttliche ist es, das in allem in Erscheinung tritt. Der Regenbogen, der ursprünglich das Bundeszeichen war zwischen Gott und dem Menschen, wird jetzt zum Symbol für die Steigerung des Menschen zum Übermenschen. Also nicht mehr Verbindung zwischen Gott und Mensch, sondern Steigerung vom Menschen zum Übermenschen. Wo der Mensch selber zu Gott, zum Übermenschen wird, da interessiert der wirkliche, persönliche Gott nicht mehr. Da geht es höchstens darum, in Kontakt mit einer übernatürlichen Kraft oder Energie zu treten, mit einer kosmischen Energie, die dann ebenfalls als das Göttliche bezeichnet wird. Zitat aus dem genannten Autorenbuch: Das Wassermann-Zeitalter wird die unmittelbare Verbindung zwischen dem Selbst und dem Universum oder der kosmischen Energie erleben. Was ist diese kosmische Energie? Der zentrale Begriff. Die Vorstellung stammt aus der hinduistischen Brahman-Atman-Spekulation, die die Verschmelzung von Weltseele, also Brahman, und Einzelseele, also Atman, behauptet. Indem der Einzelne eins wird mit dem Brahman, mit dem All, mit dem Universum, indem er da eins wird, entwickelt er ungeahnte Kräfte, indem er eben diese universale kosmische Kraft anzapft. Also eine mystische Versenkung in das All.
Mit dem persönlichen Gott hat diese unpersönliche Allkraft nichts zu tun. Es handelt sich im Gegenteil um Kräfte okkulten, finsteren Ursprungs. Denn diese Kraft dient dem sündigen Selbststeigerungsstreben des Menschen, ihr werdet sein wie Gott, und bringt den Menschen dadurch vom lebendigen, wirklichen Gott weg. Das ist die Grundlehre der New Age-Bewegung, die Bewusstseinserweiterung. Der Mensch soll zum Übermenschen werden, indem er sein Bewusstsein erweitert. Oder deutlicher gesagt, indem er die Grenzen seiner Sinneserkenntnis überspringt und hellseherische Kräfte erlangt. Wie kann das geschehen? Zum Beispiel durch den Yoga-Weg oder die abendländische Rosenkreuzer-Meditation. Oder, beschrieben ist es auch in Rudolf Steiners Buch, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Ich möchte hier nun keines dieser Systeme zitieren, sondern ein ganz aktuelles Programm vorstellen, das Bewusstseinserweiterungsprogramm des New Age-Verlegers und Autors Ament. Draußen liegt auch ein Blatt darüber auf. Bewusstseinserweiterungsprogramm, eine getarnte Verführung. Eine Schrift, ein Werbeprospekt darüber wird an sämtlichen Universitäten verteilt, vor allem an Studenten und Akademiker. Und da heißt es in diesem Prospekt, Jahrtausende altes Wissen, angereichert mit den modernen Erkenntnissen der heutigen Wissenschaft, wartet auf Sie. Und ohne dieses Wissen haben Sie keine Chance. Und dann werden dem begierigen Leser Erfolg, Reichtum, Gesundheit, mitreißendes Begeisterungsvermögen, Entfaltung ungeahnter Kräfte und so weiter versprochen, wenn er das ungewöhnlich teure Programm anfordert und praktiziert. Es kostet 2000 Mark. Dass jedenfalls der Verfasser, Herausgeber und Verleger in einer Person unbestreitbaren Erfolg mit seinem Programm hat, ist deutlich. Denn wie er selbst schreibt, verdiente er schon mit 20 Jahren fünfstellig und war mit 23 Jahren Inhaber einer eigenen Firma mit Umsatz in Millionenhöhe. Heute ist er dank der New Age-Bewegung Inhaber und Teilhaber mehrerer Firmen. Nun, ich zitiere weiter aus dem Bewusstseinserweiterungsprogramm. In unserem Bewusstseinserweiterungsprogramm, abgekürzt BEP, wollen wir unabhängig von einer bestimmten Religionsrichtung jedem Einzelnen den Weg zu sich selbst, zu seinem Ursprung zeigen. Ziel ist, den göttlichen Funken im Menschen freizulegen. Hören wir genau hin, der Weg zu sich selbst, der göttliche Funke im Menschen. BEP kann man vertrauen, denn BEP ist keine obskure Erfindung, sondern das offengelegte, geheime Wissen. Bei unserer Bewusstseinserweiterung werden zum Teil ethische und moralische Grundsätze ausgetauscht werden müssen, werden einige wegfallen, andere hinzukommen. Es wird sich ein völlig neues Weltbild auftun, das nicht mehr von Mangel und Begrenzung begleitet ist. Ein Verständnis für tiefere Zusammenhänge in unserem Kosmos und noch weit darüber hinaus. Durch BEP werden dem Teilnehmer natürlich auch gewaltige Kräfte zur Verfügung gestellt. Das Verwalten dieser Kräfte erfordert selbstverständlich auch eine entsprechende ethische Grundhaltung. Eingeweihte unterscheiden hier die schwarze von der weißen Magie. Und dann schreibt er etwas weiter. Mehr als 80% der Topmanager, die innerhalb von 5 Jahren den Gewinn ihrer Firmen verdoppelt hatten, besaßen überdurchschnittliche hellseherische Kräfte. Soweit einige Zitate. Bereits in diesen wenigen Sätzen dieses zentralen New Age-Programms begegnen uns sämtliche Elemente einer okkulten Weltanschauung. Erstens, alle Religionen werden miteinander vermischt. Es heißt ja, unabhängig von jeder Religionsrichtung wird dieses Programm ausgegeben. Und damit wird die Wahrheit des christlichen Glaubens verleugnet. Zweitens wird die Vergottung und Selbsterlösung des Menschen propagiert. Und damit wird sowohl die menschliche Sünde und Erlösungsbedürftigkeit geleugnet, als auch die Existenz des persönlichen und souveränen Gottes. Für Ament, den Verfasser von BEP, ist Gott nur ein unpersönliches Es, ist Gott nur eine höhere Macht, ein Kontrolleur und so weiter. Drittens wird ein geheimes Wissen offenbart, eine typisch okkulte Bezeichnung. Und damit wird die biblische Offenbarung als einzig wirkliche göttliche Offenbarung
abgelehnt, abgewertet oder umgedeutet, indem dieses geheime Wissen sich über sie stellt. Viertens werden neue moralische Grundsätze geschaffen, wie er schreibt. Einige werden ausgetauscht, einige werden wegfallen. Und damit erfolgt selbstverständlich eine Ablehnung oder Verwässerung biblischer Gebote. Die 10 Gebote sind ja dann überholt. Trifft man heute weithin in unserer Gesellschaft diese Ansicht. Fünftens wird ein neues kosmisches Weltbild geschaffen. Und zwar ist es das östlich-hinduistische Weltbild mit der Einheit von Mikrokosmos, man kann auch sagen Atman, wie ich vorhin schon sagte, und Makrokosmos, Brahman, Einzelseele und Weltseele. Eine mystische Verschmelzung, woraus dann die Entfaltung dieser Kräfte resultiert. Ein neues kosmisches Weltbild. Das aber bedeutet die Ablehnung des biblischen Redens von Gott, Mensch und Welt, wo Mensch und Gott in einem Gegenüber zueinander stehen, als wirkliche Personen, wo keine unpersönliche Verschmelzung mit irgendeiner Kraft vorgenommen wird, sondern Gott und Mensch sind als Gegenüber vorhanden. Sechstens erfolgt in der New Age-Bewegung, in diesen Programmen, eine Entfaltung gewaltiger Kräfte und ihre Anwendung in Form von schwarzer oder weißer Magie. Wir haben es gehört. Da spielt dann die ethische Haltung keine Rolle, denn sowohl die schwarze wie auch die weiße Magie, also etwa eine Beschwörung unter ein Zeichen des Kreuzes, das kann beides von Satan gebraucht werden, gerade in dieser Bewegung. Denn in 5. Mose 18 ist eine deutliche Warnung vor jeder okkulten Betätigung ausgesprochen. Selbst wenn der Name Gottes angerufen wird, zu magischen Zwecken, dann ist das nicht von Gott. Wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Da ist gewarnt vor Wahrsagerei, Hellseherei, geheimen Künsten, Zauberei und so weiter. 5. Mose 18, Verse 9 folgende. Diese 6 Hauptpunkte. Und so liest sich auch das BEP-Programm selber wie ein Lehrbuch des Okkultismus, was es in Wirklichkeit auch ist. Da finden sich zum Beispiel Kapitel über Astrologie, Verkehr mit dem Unsichtbaren, Reinkarnation, also Wiederverkörperung, Pendeln, Hellsehen, Hatha-Yoga, hermetische Psychologie, Philosophie, die altindische Erlösungslehre, magische Handlungen und so weiter. Wer gesucht hat nach Erweiterung seiner Kräfte, gelangt so aber in den Bannkreis finsterer Mächte. Der Weg von unten nach oben führt den Menschen nicht nach ganz oben zu Gott, sondern nach ganz unten in Bindungen satanischen Ursprungs. Dämonen, die ihm vorgaukeln, der Mensch könne die Grenzen seines Selbst aus eigener Kraft sprengen. Wer in den Bannkreis dieser Mächte geraten ist, kann davon wieder frei werden. Ich werde da noch drauf eingehen. Und zwar durch Jesus Christus. Wenn ein Mensch seine Sünde bekennt, dass er aus sündigem Selbststeigerungsstreben sein wollen wie Gott aus diesem Streben heraus in den Bannkreis Satans sich begeben hat, und solche Programme praktiziert hat, er kann frei werden durch das Blut Jesu, wenn er seine Sünde bekennt und in vollmächtigem Gebet Befreiung erwirkt wird. Nun nochmal zurück zur Anfangsfrage. Ist die New Age-Bewegung insgesamt ein Wegbereiter des Antichristen? Ja, vielleicht sogar der Wegbereiter? Fragezeichen. Dazu muss ich etwas ausholen. Betrachten wir zunächst die Wurzeln des New Age-Denkens. Sie liegen im Jahre 1875, als unter Leitung des spiritistischen Mediums Helena Petrovna Blavatsky 1831 bis 1891 die Theosophische Gesellschaft gegründet wurde. In ihren Büchern vertritt Blavatsky eine Weltanschauung, die sich aus Okkultismus, Gnosis und pseudowissenschaftlichen Spekulationen zusammensetzt. Gnosis, das Streben nach übernatürlicher Erkenntnis, und scheinwissenschaftliche Spekulationen. Die Theosophische Gesellschaft verfolgt folgende 3 Hauptzwecke. Erstens, einen Kern der allgemeinen Bruderschaft der Menschheit zu bilden, ohne Unterschied von Rasse, Religion, Geschlecht, Kaste oder Farbe. Es klingt ganz modern und fortschrittlich, wir merken das sofort. Aber was steckt da dahinter? Dahinter steckt der aufklärerisch-freimaurerische Weltbruderschaftsgedanke. Der freimaurerische Weltbruderschaftsgedanke, der sich gegen den Absolutheitsanspruch des Christentums,
gegen den Absolutheitsanspruch Jesu Christi richtet. Ohne Unterschied von Rasse, Religion und so weiter. Weltbruderschaft, Welteinheitsreligion. Zweiter Zweck der Theosophie und der New Age-Bewegung ist das vergleichende Studium der Religionen, der Philosophien und der Wissenschaften zu fördern. Das vergleichende Studium der Religionen. Das heißt, dass auch hierdurch Jesus Christus eingeebnet wird zu einem Religionsstifter neben allen anderen, aber nicht als Sohn Gottes in einzigartiger Weise anerkannt wird. Dritter Zweck ist, die bisher unerklärten Naturgesetze und die im Menschen schlummernden Kräfte zu erforschen. Die im Menschen schlummernden Kräfte. Das sind die okkult-hellseherischen Kräfte, wie ich schon beschrieben habe und wie ich es noch weiter darlegen werde. Alle diese Ziele wurden bis heute in der New Age-Bewegung beibehalten und in einer ungeheuren Renaissance wiederbelebt. Alle diese Ziele sind penetrant antichristlich. In dem Sinn, dass sie die Gottessohnschaft und die alleinige Erlösungsmittlerschaft Jesu Christi leugnen. 1. Johannes 2, wer ist der Antichrist, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass Jesus im Fleisch gekommen ist, diese Kennzeichen. Indem sie das leugnen und indem sie den Menschen durch Entfaltung okkulter Kräfte zu seinem eigenen Gott machen wollen. 1. Mose 3, 5, ihr werdet selbst sein wie Gott. Das heißt nichts anderes, als ihr werdet euch selbst verwirklichen und dann keinen Gott mehr anerkennen. Das ist ein ursprünglich hinduistischer Gedanke. Nun unterscheidet freilich die Bibel zwischen dem Antichristen und den Antichristen. Gerade im 1. Johannesbrief. Das heißt also zwischen dem einen endzeitlichen satanischen Weltherrscher, der Antichrist ist in einer Person, und seinen vielen Vorläufern, die es schon immer gab, die es auch heute gibt. Es sind schon viele Wiederchristen gekommen, 1. Johannes 2. Und ganz gewiss gehört die Theosophie dazu, die von dieser Blavatsky, von diesem spiritistischen Medium begründet worden ist. Das wird zum Beispiel daran deutlich, dass 1913 unter ihrer Nachfolgerin Annie Besant ein eigener Christus ausgerufen worden ist, nämlich der Inder Krishnamurti, der sich dann allerdings als Fehlerfolg herausgestellt hat. Er selber hat sich von dieser Position zurückgezogen. Und daraufhin haben sich ja dann auch die Anthroposophen von den Theosophen abgespalten, indem sie gesagt haben, wir haben hier einen fleischgewordenen Messias. Die Anthroposophen sagen, dass wir durchs Hellsehen alle das Göttliche erkennen können. Das sind diese feinen Unterschiede. Nun aber zurück. Die New Age-Bewegung, würde ich sagen, ist auf jeden Fall, da deutet alles darauf hin, ein Wegbereiter des Antichristen. Ob hier bereits der Antichrist schlummert, das möchte ich hier nicht behaupten. Aber es kann auf jeden Fall zu einer Wegbereitung werden und das ist bereits schlimm genug. Wir sollen über die Person des endzeitlichen Antichristen und den Zeitpunkt seines Kommens nicht spekulieren. Unser Herr Jesus Christus wird ihn uns zeigen, wenn es soweit ist. Da dürfen wir darauf vertrauen. Und deshalb ermahnt uns aber Jesus Christus auch heute schon, wachsam zu sein und die Zeichen der Zeit genau zu beachten. Denn nur dann können wir es auch erkennen und uns davor wappnen. Nun, wenn wir die Zeichen der Zeit beachten, dann fällt uns Folgendes auf. Die Forderungen und Ziele der New Age-Bewegung sind in fast allen Punkten identisch mit den Eigenschaften des antichristlichen Weltreiches. Ich wiederhole, die Forderungen und Ziele der New Age-Bewegung sind in fast allen Punkten bereits heute schon identisch mit den Eigenschaften des antichristlichen Weltreiches. Als solche Eigenschaften und Kennzeichen werden in der Bibel zum Beispiel folgende genannt. Ich nenne die drei Hauptkennzeichen. Erstens, ein Welteinheitsreich, in dem alle einerlei Meinung haben werden. Offenbarung 17, Vers 13. Zweitens, ein einheitliches Weltwirtschaftssystem, in dem niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
welche ist 666? Offenbarung 13, Vers 17, folgende. Drittens, eine Welteinheitsreligion, in der alle, die auf Erden wohnen, den Drachen, also Satan, und das Tier aus dem Meer, also den Antichristen, anbeten, alle, deren Namen nicht geschrieben sind von Anfang der Welt in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist. Offenbarung 13, Vers 8. Welteinheitsreich, einheitliches Weltwirtschaftssystem, Welteinheitsreligion. Konzentrieren wir uns auf diese drei Hauptkennzeichen, so erkennen wir, dass die New Age-Bewegung sowohl ein Welteinheitsreich als auch ein einheitliches Weltwirtschaftssystem als auch eine Welteinheitsreligion herbeiführen will. Schauen wir zum Beispiel in die medial empfangenen Schriften von Alice N. Bailey, 1880 bis 1949. Sie ist nach Blavatsky die Hauptbegründerin des New Age-Denkens und war von einem glühenden Hass gegen das biblische Christentum erfüllt. Bailey entwarf Pläne für eine neue Weltordnung, ein universelles Kreditkartensystem und eine weltweite Nahrungsmittelverteilung. Sie entwickelte eine Theologie für eine neue Weltreligion und forderte die Vernichtung aller Religionen, die nicht zur Preisgabe ihres Absolutheitsanspruchs bereit sind. Also auch des Christentums. Doch es blieb nicht bei den Plänen. Bailey bereitete auch die organisatorischen Grundlagen zur Aufrichtung des Welteinheitsreiches vor. Sie organisierte die Arkanschule, die Triangles, die Gruppe der neuen Weltdiener, die Aktion weltweiter guter Wille und andere Vereinigungen, auch die Lucifer Publishing Company, die später in den unauffälligeren Namen Lucy's Publishing Company umbenannt wurde. Übrigens hat die Zeitschrift, die Rudolf Steiner zuerst herausgegeben hat, Lucifer Gnosis geheißen. Constance Cambi hat in ihrem Buch Die sanfte Verführung nachgewiesen, wie weit die Unterwanderung zahlreicher Institutionen, etwa der UNO, verschiedener Regierungen und sogar der Kirchen, durch die New Age-Bewegung bereits fortgeschritten ist. Ich möchte es hier nur andeuten. Ich möchte hier grundsätzliche Aussagen machen und jetzt nicht Organisationen aufzählen. Denn nur wenn wir die Hauptkennzeichen kennen, dann können wir auch die Infiltrationen und die Unterwanderungen erkennen. In allen Organisationen. Die New Age-Bewegung versucht ja überall einzudringen. Alles durch ihr Netzwerk zu erreichen. Deshalb möchte ich jetzt hier eine Darstellung der grundlegenden New Age-Gedanken geben. Über die Ziele haben wir einiges gehört. Wie aber versuchen die New Age-Denker, ihre Lehren an den Mann zu bringen, ohne sogleich die Maske fallen zu lassen? Das ist die Frage. Ohne sogleich die Maske fallen zu lassen. Erstens, indem sie sich wissenschaftlich geben, und zweitens, indem sie sich christlich geben. Interessant. Erstens, indem sie sich wissenschaftlich geben. Musterbeispiele für Pseudo-Wissenschaftlichkeit sind etwa die Bücher von Helena Petrovna Blavatsky selber, von Joseph Murphy, dem Vorreiter einer Religion des Unterbewusstseins, Heil aus dem Unterbewusstsein, und von dem Physiker und angeblichen Heisenberg-Schüler Fridtjof Capra. In Wirklichkeit hat er Heisenberg nur kurze Zeit gesehen. Vor allem Capras Bestseller Wendezeit und auch das Tao der Physik und ähnliche Bücher, aber vor allem dieses Buch Wendezeit, droht zu einem Kultbuch der New Age-Bewegung zu werden, wenn es nicht bereits eins geworden ist. Und wie der Kritiker Hans-Jürgen Peters in Faktum mal geschrieben hat, zum Brückenkopf von bisher nebeneinander her existierenden Friedens-, Öko-, Einheits- und Feminismusbewegungen, zum Kristallisationskern von Grünen, Anti-Autoritären, Jungianern, Revolutionären, Bhagwan-Jüngern, Anthroposophen. Was ist das Geheimnis dieses neuen Weltbildes? Es ist die allseitige Vernetzung, das Ganzheitsdenken. Es ist die Entdeckung, dass keiner isoliert existiert,
dass alles miteinander in Verbindung steht, alle Lebensprozesse, zum Beispiel in ökologischen Kreisläufen. So weit, so gut, denn allzu lange wurde die Ökologie, man kann auch einfach sagen, der Umweltschutz vernachlässigt, weil man lebendige Prozesse verneinte und in der Philosophie Subjekt und Objekt, etwa von Descartes her, auseinanderriss. Da müssen wir wegkommen, das ist richtig. Aber die Grenze wird etwa bei Capra eindeutig da überschritten, wo Capra eine neue Spiritualität, eine Vernetzung auch auf geistigem Gebiet fordert. Eine Vernetzung, die alle Religionen, Philosophien und Ideologien zu einem Einheitsbrei verrührt. Da geht es in das Antichristliche hinein. Eine solche Welteinheitsreligion als Überbau zum ökologischen Bewusstsein, als Überbau dazu, ist antichristlich und muss entschieden zurückgewiesen werden. Also ich habe hier jetzt nichts gegen Ökologie gesagt, als naturwissenschaftliches Faktum. Im Gegenteil, ich bin ja ein, wie ich immer sage, ein echter Grüner, im Gegensatz zu den Falschen. Mögen Sie mir verzeihen, diese Anspielung. Und diese Unterwanderung eben und diese Behauptung, dass nicht nur die Ökologie eine Vernetzung bildet, sondern eben auch alle Philosophien, Religionen und Ideologien. Das ist diese antichristliche Gefahr. Und auch die Erwartung des Heils aus der Verbindung von Mensch und Natur. Aus der Verbindung mit Muttergottheiten und mit der Naturgöttin Gaia, also Erde. Das mag zwar im Feminismus und in Naturreligionen vorkommen, ist aber mit dem Evangelium unvereinbar. Es ist kennzeichnend, jetzt muss ich doch wieder darauf zurückkommen, was ich gerade erwähnt habe. Es ist kennzeichnend, dass Fridtjof Capra gerade von alternativen und grünen Gruppierungen als Redner eingeladen wird. Kein Wunder hat auch Reinhard König in seinem Buch Geheime Gehirnwäsche, das jetzt auch gerade erschienen ist, darauf hingewiesen, dass die Grünen, Zitat, weltweit die erste politische Kraft darstellen, die sich die Durchsetzung des New Age-Gedankens auf politischer Ebene zum Ziel gesetzt hat. Grüne Politik ist die Politik des neuen Paradigmas. Und in den Parteiprogrammen und Schriften der Grünen finden sich alle die Aspekte des New Age, die bereits dargestellt wurden bei König. Naturmystik und Naturreligiosität, Förderung des Weiblichen, Bejahung anderer sexueller Orientierungen, etwa Homosexualität, radikale feministische Frauenbewegungen, Ablehnung bestehender gesellschaftlicher und politischer Strukturen und anderes. In der folgenden Zusammenfassung der New Age Grundthesen wird deutlich, wie der naturwissenschaftliche Bereich überschritten und der Bereich einer spirituellen Religiosität betreten wird, der zur antichristlichen Welteinheitsreligion führen kann. Also folgende 5 Punkte dieses Überbaus zum ökologischen Denken, dieses Überbaus. Erstens, alle Dinge stehen in einer inneren Abhängigkeit voneinander. Die innige Vernetzung. Zweitens, das Universum ist in offenen, dynamischen Systemen organisiert, die die Fähigkeit zur evolutionären Höherentwicklung haben. Ganz klar, die Evolution gehört auch dazu. Drittens, das Leben des Menschen in einem allzeitig verknüpften Universum erfordert ein Bewusstsein, in dem sich der Einzelne mit dem Ganzen verbunden fühlt. Also wieder Verbindung Einzelseele und Weltseele. Viertens, das Einssein des Menschen mit dem Universum bildet die Nahtstelle zwischen Wissenschaft und Mystik. Bei Capra ganz zentral, das Tao der Physik heißt ja sein Buch. Und das ist eben die Verbindung zwischen Naturwissenschaft, wie er sie versteht, und Mystik, etwa das mit dem Taoismus und Hinduismus. Fünftens, der ganzheitliche Denkansatz des New Age drückt sich in dem Grundsatz aus, denke global und handle lokal. Also hier ein methodischer Hinweis, denke global, weltweit und handle lokal in Ortsgruppen. Lieblingsworte der New Age-Bewegung auf pseudowissenschaftlichem Gebiet sind denn auch Holismus, also Ganzheitlichkeit, Vernetzung, globales Dorf, weltweites Dorf, die Erde ist damit gemeint,
sanfte Technologie. Also ich möchte sagen, diese Begriffe können auch durchaus positiv verstanden werden, wenn man es rein auf Umweltschutz bezieht, aber sie werden eben für dieses Denken vereinnahmt und sind daher auch heute geprägt, dass man sie kaum noch benutzen kann. Sanfte Technologie, Androgynität, das heißt, dass Mann und Frau ursprünglich Zwitterwesen waren. Da kommt dann die Bejahung der Homosexualität, des Lesbianismus und so weiter her, etwa bei den Grünen von dieser Vorstellung. Ganzheitlichkeit, Weltenbürger und so weiter. Weltenbürger, freimaurischer Begriff. An die leider berechtigte Angst der Menschen vor Umweltkatastrophen und Kriegen wird angeknüpft, an diese berechtigte Angst und Sorge wird angeknüpft, um sie für den Welteinheitsgedanken zu gewinnen. Und das ist dieser Sprung, auf den wir achten müssen. Die Ängste werden aufgegriffen, aber als Lösung wird dann diese Welteinheitsreligion angeboten. Das ist dieser Sprung zur Verführung. Die Verführung erfolgt sehr geschickt und wissenschaftlich getarnt. Die zweite Art der Verführung erfolgt auf religiösem Gebiet. Ich habe gesagt, die New Age-Bewegung gibt sich christlich nach außen hin. Und da müssen wir jetzt lernen, die Geister zu unterscheiden. Christliche Grundbegriffe müssen dazu herhalten. Und ich sage bewusst Grundbegriffe, denn mit den biblischen Inhalten haben diese nichts mehr gemein, wie sie bei der New Age-Bewegung benutzt werden. Die New Age-Bewegung wendet sich nicht einfach gegen Gott, gegen Christus, gegen Bekehrung und so weiter. Das wäre viel zu plump, wenn sie sich da einfach dagegen wenden würde. Sondern sie nimmt diese Begriffe auf, formt sie um und kopiert sie in einer täuschend ähnlichen Weise. Hier ist für Christen höchste Wachsamkeit geboten. Mit Christus ist nicht mehr der lebendige Sohn Gottes gemeint, ist nicht mehr Jesus als einziger Erlöser und Weg zum Vater gemeint, sondern Jesus ist für die New Age-Bewegung ein Religionsstifter unter vielen. Und weiter tritt ein neuer Christus auf den Plan. Der Lord Maitreya wird er genannt. Und zwar ist das die fünfte Verkörperung Buddhas im theosophischen System. Wird auch als Weltenlehrer bezeichnet, der angeblich alle Probleme löst und die Menschheit zu Frieden und Wohlstand führt. Das ist genau das, was der Antichrist tun wird. Äußerlicher Wohlstand und innerliche Christenverfolgung. Jesus Christus warnt uns vor solchen falschen Propheten und Christussen. Etwa in Matthäus 24, Vers 24. Er warnt uns vor ihnen mit all ihren Zeichen und Wundern, die sie tun, mit all ihrem Blendwerk. Gott, Christus, das dritte ist der Begriff Erlösung. Mit Erlösung ist nicht mehr die Befreiung des Menschen von Sünde, Tod und Teufel durch das Kreuzesopfer Jesu Christi gemeint, wie es uns die Bibel sagt, sondern Erlösung heißt jetzt Befreiung des Bewusstseins zu übersinnlichen Erkenntnissen. Erlösung heißt im hinduistischen Sprachschatz Erleuchtung. Erlösung heißt Einswerden mit dem Göttlichen. Erlösung heißt Selbsterlösung. Gebet. Gebet bedeutet nicht mehr Reden mit dem lebendigen Gott, sondern Gebet ist jetzt die Versenkung in das eigene Bewusstsein. Gebet ist Versenkung mit dem Ziel, ein Superbewusstsein zu erlangen, eine Steigerung des Bewusstseins zu übersinnlichen Zuständen. Gebet wird identisch mit hinduistischer Meditation. Bekehrung. Bekehrung bedeutet nicht mehr Hinkehr zu dem lebendigen Gott, sondern Bekehrung bedeutet ganz einfach Hinkehr zum New Age-Denken mit der nachfolgenden Transformation. Da werde ich jetzt gleich darauf eingehen. Transformation, Umwandlung des Menschen. Aber diese Beispiele mögen genügen, um die totale Entleerung und Verkehrung des christlichen Glaubens durch die New Age-Bewegung zu belegen. Nun, der Begriff Transformation ist angeklungen. Durch Transformation, durch Umformung, werden Menschen für das neue Welteinheitsreich geprägt und gefügig gemacht. Marilyn Ferguson beschreibt in ihrem New Age-Buch Die sanfte Verschwörung, also nicht zu verwechseln mit dem Buch von Cambé, das heißt Die sanfte Verführung und ist das Gegenbuch dazu.
Aber in diesem New Age Buch Die sanfte Verschwörung schreibt Marilyn Merchison von 4 Stufen der Transformation. Erstens Einstieg, zweitens Erforschung, drittens Integration und viertens die Verschwörung selber. Erste Stufe, Einstieg. Es beginnt ganz harmlos. Jemand geht vielleicht in einen Buchladen, findet ein Buch über Astrologie, beginnt es zu lesen. Oder ein Buch über Kartenlegen, Handlinien lesen, über Pendeln oder er besucht einen Volkshochschulkurs über hinduistische Mystik, über ein Mantra. Also das ist der Einstieg. Ferguson selber schreibt, für die meisten ist dieses auslösende Moment eine spontane, mystische oder psychische Erfahrung gewesen. Auch durch eine psychedelische Droge kann der Einstieg, kann diese Erfahrung erreicht werden. Zweite Stufe ist dann die Erforschung. Man ist nun neugierig geworden, man hat da was gelesen und interessiert sich weiter dafür. Man kauft noch mehr Bücher, man erforscht die Sache immer noch mehr, man wächst allmählich in das New Age-Denken hinein. Dadurch kommt man immer mehr in eine okkulte Verstrickung hinein mit seinem ganzen Wesen. Ferguson selber schreibt, nachdem der Einzelne spürt, dass es etwas Wertvolles zu finden gibt, beginnt er mit Vorsicht oder Enthusiasmus danach zu suchen. Die Erforschung. Dritte Stufe ist die Integration. Jetzt ist der Suchende ganz in dem okkulten System gefangen. Er ist immer tiefer eingedrungen, jetzt lebt er mittendrin bereits. Er lebt, wie Ferguson es ausdrückt, mitten in dem Geheimnis. Zitat, obwohl es bevorzugte Lehrer oder Methoden geben mag, vertraut der Mensch einem inneren Guru. Zitat Ende. Er praktiziert die Übungen, die er kennengelernt hat, mit Überzeugung und Bewusstsein. Er meditiert, pendelt, legt Karten, befragt die Sterne und so weiter. Und warum tut er das? Um etwas über die Welt, über das Leben und über das Leben nach dem Tod zu erfahren. Vor allem das Letztere ist für viele ein Grund. Der Mensch baut sich seine Lebensphilosophie als Jünger irgendeines esoterisch-okkulten Systems. Vierte Stufe, Verschwörung. Jetzt wird der Jünger zum Verschwörer, zu einem solchen, der alle Leute von seiner neuen okkulten Weltanschauung überzeugen will. Er entwickelt einen geradezu missionarischen Eifer, um andere in sein System hineinzuziehen. Die gesamte Gesellschaft soll transformiert, soll verändert werden. Dazu sind ihm die okkulten Kräfte dienlich, die er gefunden hat. Nun, wenn wir genau beobachten und wer sich in diesen esoterischen Kreisen schon mal bewegt hat, wie ich, der kennt sich da aus, der sieht selber, wie eben diese Strömungen immer mehr zunehmen. Ich war ja früher selber in anthroposophischen Kreisen und auch in Grünbewegungen und habe das also beobachtet, wie diese Strömungen immer mehr zunehmen. Und es ist ja auch in verschiedenen Büchern und geschildert. Und deshalb muss man sagen, es ist tatsächlich eine unheimliche Weltverschwörung im Gange. Das bestätigt auch die ständige Zunahme okkulter Zirkel, esoterischer Buchläden. Bei uns in Pforzheim ist kürzlich auch einer eröffnet worden. Neben den 2 anthroposophischen, die es bereits gab. Zunahme abergläubischer Schriften, Bücher, Filme und so weiter. In sämtliche Gebiete dringt die New Age-Bewegung ein. Ihr Einfluss ist schon heute kaum noch zu überblicken. Diese Vielfalt der Strömungen meine ich damit. New Age-Autoren sprechen und propagieren von einem weltweiten Netzwerk, das in den Anfängen heute schon da ist. Wenn ich jetzt nachfolgend versuche, einige Schneisen in dieses Geflecht einer weltweiten Verschwörung zu schlagen, dann im Bewusstsein, dass diese Aufzählung höchst unvollständig ist. Das muss ich ganz klar vorausschicken, höchst unvollständig. Aber ich möchte einfach trotzdem einige wichtige Hauptströmungen nennen, damit wir etwas konkreter noch wissen, wo wir vorsichtig sein sollten als Christen. Ich verweise zur Weiterführung gleich nochmal auf die Bücher, die draußen liegen, von Reinhard König, Geheime Gehirnwäsche, von Konstanz Kambe, Die sanfte Verführung. Und dann gibt es noch ein Buch von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen von Hans-Jürgen Ruppert, New Age, Endzeit oder Wendezeit.
Ich kann es hier nur anreißen. Zunächst ist also zu sagen, dass die New Age-Bewegung sämtliche Gebiete des Okkulten, also des Abergläubischen, in sich vereinigt. Das gesamte Feld des Okkultismus gewinnt hier seine Krönung. Die dazugehörigen Strömungen sind nicht mehr zu zählen. Einen Überblick vermitteln etwa die Bücher, entschuldigen Sie, dass ich schon wieder Bücher nenne, Seelsorge und Okkultismus und Okkultes ABC von Kurt Koch. Es gibt auch viele andere Bücher. Die Strömungen, die gegenwärtig den größten Zuwachs erfahren, sind zum Beispiel Astrologie, Tarot und Spiritismus. Zu nennen sind auch Geheimbünde und Vereinigungen mit okkulten Wurzeln, wie die Freimaurer, die Rosenkreuzer, die Theosophen, die Kosmosophen und die Anthroposophen. Zu nennen ist ferner die explosionsartige Zunehmung der Sekten und Jugendsekten, die hinduistische und spiritistische Elemente in sich vereinigen, vor allem die christliche Wissenschaft, Christian Science, das Heimholungswerk Jesu Christi, eines spiritistischen Mediums in Nürnberg, die Neugeist- und Neugedankenlehre, Bhagwan, Ekan K, Divine Light Mission, Scientology, transzendentale Meditation und so weiter und so weiter. Zu nennen sind schließlich die Religionen selber, die den Plan einer Welteinheitsregierung und einer Religionsvermischung anstreben, einer Welteinheitsmeinung und Religionsvermischung anstreben. Etwa der Taoismus, der Buddhismus oder der Hinduismus mit seinen 330 Millionen Göttern. Gerade der Hinduismus ist die ungeheuer aufsaugfähige Religion, denn bei diesen 330 Millionen Göttern, da hat auch Jesus Christus bequem Platz. Als ein Religionsstifter unter anderem wird er da auch bereits anerkannt, aber nicht als Sohn Gottes, was er in Wirklichkeit ist. Müssen wir genau unterscheiden. Der Name Jesu verbirgt noch lange nicht dafür, wenn er gebraucht wird, dass er auch richtig verstanden worden ist. 330 Millionen Götter im Hinduismus. Oder ich war gerade in Israel und habe da auch den Baha'i-Tempel besichtigt. Ich nenne die Baha'i-Religion und da wurde uns also ein Prospekt in die Hand gedrückt und da waren genau diese Punkte der New Age-Bewegung, die ich geschildert habe. Das ist auch eine bereits weltweite Religion, ursprünglich aus dem Islam entstanden, hat sich da abgespalten, indem sie die Vermischung aller Religionen verkündet hat, indem sie Jesus einordnet unter die anderen Religionsstifter wie Buddha, Zarathustra, Mohammed und so weiter und indem sie seine Gottessohnschaft leugnet. Jetzt zum Gebiet der Philosophie. In der Philosophie sind solche Autoren als Wegbereiter des New Age-Denkens zu sehen, die die Vernetzung von westlichem und östlichem Denken anstrebten und anstreben. Die einflussreichsten Vorläufer Capras in diesem Sinne dürften wohl Goethe, Schopenhauer und Erich Fromm gewesen sein, die auch den Anthroposophen und den Grünen als gegenwärtig gesellschaftlich bedeutendsten Trägern des New Age-Denkens Impulse lieferten. Ich habe in meinem Buch über die Grünen ja sehr ausführlich auf die Vernetzung zwischen Hinduismus, Schopenhauer und den Grünen hingewiesen. Jetzt zum Gebiet der Kunst. In allen Sparten der Kunst macht die New Age-Bewegung heute ihre Einflüsse geltend. Das Musical Hair mit der Verkündigung des Wassermanns hat einen Anfangsstein gesetzt. Aquarius. Dann die Fantasy-Welle mit ihren Ersatzerlösern, E.T. und so weiter. Dann die Bücher von Tolkien, Herr der Ringe und andere, und von Michael Ende sind Beispiele. Michael Endes Unendliche Geschichte zum Beispiel schildert nichts anderes als die durch Bewusstseinserweiterung geschaute anthroposophische Geisterwelt. Ende ist ja Anthroposoph. Ich lese ja die Bücher von Steiner wegen meiner Doktorarbeit Tag aus, Tag ein und kann nur sagen, das, was Ende da beschreibt, das liest man bei Steiner als Wirklichkeit. Jetzt gehen wir zur Medizin über. In der Medizin sind verschiedene Strömungen als Vorläufer oder Teile der New Age-Bewegung anzusehen, die sich durch das Etikett ganzheitliche Medizin tarnen. Die ganzheitliche Medizin bringt etwas Richtiges, das muss ich ganz klar sagen. Und ich bin selber sehr mit Naturheilkunde und so aufgewachsen und finde Wasseranwendung, Ernährung und so weiter alles sehr gut. Und wir müssen vielmehr den Menschen wieder als Leib, Seele und Geist in der Einheit sehen. Das ist richtig. Aber auch hier wieder diese feine Grenze, die man beachten muss.
Die ganzheitliche Medizin bringt etwas Richtiges, indem sie den ganzen Menschen als Leib, Seele und Geist sieht und in ihren Heilverfahren berücksichtigt. Die Grenzüberschreitung vom naturwissenschaftlichen zum okkulten Bereich aber erfolgt da, wo nicht mehr nur der Mensch als Einheit an sich gesehen wird, sondern wo eine Einheit von Mensch und Universum behauptet wird. Eine Einheit von Mensch und Kosmos. In solchen Heilverfahren kommt es dann zum Strömen einer unerklärlichen kosmischen Kraft, einer undefinierbaren Energie, ich will sagen einer magischen Kraft, auch wenn das kaum zugegeben wird, die zum Beispiel die gestörte Harmonie zwischen Yin und Yang, zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos, zwischen Ich und Universum wiederherstellen soll. Einige solche sogenannte Diagnose- und Heilverfahren sind Mesmerismus, Heilmagnetismus, Akupunktur, auch Homöopathie, anthroposophische Medizin, Handauflegung, Geistheilung, Yogaübungen, autogenes Training, Routengehen, Pendeln und so weiter. Überall fließen hier Kräfte, die, wenn sie nicht im christlichen Bereich, sondern im okkulten Bereich oder im nichtchristlichen Bereich gebraucht werden, eindeutig okkulten Ursprung sind. Denn das, was nicht von Gott ist, ist vom Teufel. Eine ausführliche Darstellung bietet zum Beispiel das Buch Gesundheit um jeden Preis? Von Samuel Pfeiffer. Jetzt noch ein Gebiet, bevor ich zu meinem Hauptgebiet der Psychologie dann komme, muss ich noch vorher auf die Thanatologie, die Sterbelehre, eingehen. Diese Sterbeforschung, die vor allem durch Raymond Moody und Elisabeth Kübler-Ross in den letzten Jahren einen ungeheuren Aufschwung erlebt hat, ist okkulten Ursprungs. Denn beide Autoren hatten spiritistische Erlebnisse und verstehen sich als Anhänger der New Age-Bewegung. An die Stelle der Heiligkeit Gottes setzen sie und anstelle des einmaligen gerechten Gerichts nach dem Tod setzen sie spiritistische Lichterlebnisse. Jeder, egal ob Christ oder nicht Christ, hat irgend so ein Lichterlebnis und wunderbare Erfahrungen in der Regel. Und an die Stelle des einmaligen Sterbens und dann das Gericht, wie es im Hebräerbrief steht, setzen sie die hinduistische Lehre von der Reinkarnation, der Wiederverkörperung. Nun, und jetzt muss ich zum Schluss auf die Psychologie eingehen. Das muss ich noch etwas ausführlicher machen, weil hier die Methode der New Age-Bewegung ansetzen könnte, um unser Bewusstsein zu transformieren. New Age-Bewegung und humanistische Psychologie, eine gefährliche Verbindung, möchte ich das nennen. Ich zitiere zunächst aus einem Buch Psychoboom von George R. Bach und Haya Molter. Sie schreiben: In der explosionsartigen Ausweitung des Psychobooms zeigen sich starke Tendenzen, das isolierte, sich selbst entfremdete Selbst in einem ungeheuren therapeutischen Enthusiasmus zum Gott zu erheben. Zitat Ende. Sie stellen fest, dass die humanistische Psychologie mit ihrer Hervorhebung und Vergötzung des Selbst auf einer breiten Basis auch in den Kirchen Wurzeln gefasst hat. Sie nehme immer mehr die Stelle der herkömmlichen Seelsorge ein. So kann Psychologie zum neuen Erlöser, zur neuen Kirche werden. Ich habe in meinem gerade erschienenen Buch, das ich mit Sven Findeisen, Gerhard Meyer und Klaus-Dieter Stoll zusammen verfasst habe, ganz eindringlich hingewiesen auf diese Gefahr der Vernetzung auch in der Psychologie und diese Gefahr, dass dieses Selbst die Stelle Christi einnimmt in der Seelsorge. Wer also hier nachforschen will, den muss ich einfach darauf hinweisen, dass er hier vorsichtig ist. Nicht unser Selbst darf im Mittelpunkt stehen, sondern Jesus Christus in der Seelsorge. Deshalb steht unsere heutige Seelsorge, so der Untertitel dieses Buchs, zwischen Selbstverwirklichung und Christuswirklichkeit. Der Psychoboom ist eine Erscheinung, die sich nahtlos in das New Age-Bewusstsein einfügt. Hans-Jürgen Rupert schreibt in seinem New Age-Buch: Wer den Annosenteil der Zeitschrift Psychologie heute aufschlägt, also die Zeitschrift heißt Psychologie heute, wer diese Zeitschrift aufschlägt, bekommt einen Eindruck, wie weit die gegenwärtige Psychologie bereits von Okkultismus und östlichen Weltanschauungen unterwandert ist. Anknüpfungspunkt für die praktische Verwertbarkeit der New Age-Spiritualität sind vor allem die Psychotechniken,
die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden. Gemeint ist vor allem die Human Potential Bewegung. Ich zitiere weiter aus Ruppert. Die Bezeichnung Human Potential Bewegung, also menschliches Potenzial Bewegung, so grob übersetzt, die manchmal geradezu synonym zu New Age Bewegung verwendet wird, wurde in den 70er Jahren für eine Reihe psychologischer Schulrichtungen, Zentren und Organisationen geprägt, die Sensitivitätstrainings und Selbsterfahrungsgruppen, Encounter, betreiben. Sie ist sozusagen die Bewusstseinsfabrik, in der das neue Bewusstsein, die neue Spiritualität, die der Zeitenwende gemäß ist, produziert wird. Das New Age ist die Erkenntnis unserer Selbst, heißt es in der Zeitschrift Esotera. Es ist ein großer Schritt zu uns selbst, heißt es da ebenfalls. Ruppert schreibt weiter, zur Human Potential Bewegung zählt man unter anderem die sogenannte Gestalttherapie von Fritz Perls, die Bioenergetik von Alexander Lowen, einem Schüler von Wilhelm Reich, der die Vorstellung von einer kosmischen Urenergie oder Bioenergie entwickelte. Auch hier wieder diese kosmische Urenergie. Sowie zählt man dazu die Vereinigung für humanistische Psychologie, die 1962 von Erich Fromm, Viktor Frankl und Abraham Maslow gegründet wurde. 1962 wurde auch das Esalen-Zentrum von Michael Murphy und Richard Bryce in Big Sur in Kalifornien gegründet, das auch östliche Meditationstechniken in seine Arbeit aufnimmt. Es liegt auf einem alten Kultplatz der Indianer und hat seinen Namen von einem in der Gegend ansässigen Indianerstamm. Zitat Ende. Soweit also zu dieser Psychologie. Ich möchte jetzt noch einige Berührungspunkte nennen zwischen dem New Age-Bewusstsein und diesen Schulen der humanistischen Psychologie. Erstens das taoistische Führungsprinzip. Keine Angst, wir kommen jetzt bald zum Ende. Also erstens das taoistische Führungsprinzip. In diesem wird jeder Einzelne aufgerufen, den Guru in sich zu suchen, den inneren Leitgeist. Ähnlich sprechen humanistische Psychologen von Selbstfindung, Selbstverwirklichung, Ausschöpfen des eigenen Potenzials. Zweitens wird ein Gruppenbewusstsein angestrebt, eine neue Form des Bewusstseins, in der verschiedene Einzelbewusstseine sich verbinden und zu einer neuen, höheren Form aufsteigen, von deren Kraft und Bedeutung wir uns bisher noch kaum eine wirkliche Vorstellung machen können. Also, indem wir uns verbinden, unsere Bewusstseine zum Weltbewusstsein, können wir diese Kräfte erringen. Auch in der humanistischen Psychologie weiß man von dem Kräftepotenzial einer Gruppen- oder gar Welteinheitsmeinung, das durch Gruppendynamik erschlossen werden kann. Diesen Begriff Gruppendynamik sollten wir auch sehr kritisch beachten. Natürlich wird Gruppendynamik unter vielen Namen gebracht, die also alles auch nur Bezeichnungen für das Gleiche sind. Das Grundmuster ist immer dasselbe. Drittens heißt es, ein erweitertes spirituelles Bewusstsein misstraut jeder von außen kommenden Autorität und vertraut nur noch der eigenen Erfahrung. Die Transzendenz, aber also die jenseitige Wirklichkeit, wird als Erfahrungsmöglichkeit begriffen. Genauso schreibt fast wörtlich Carl Rogers, einer der Hauptvertreter der humanistischen Psychologie. Die durch Gruppendynamik veränderten Menschen vertrauen ihrer eigenen Erfahrung und misstrauen jeder äußeren Autorität. Sie hegen Misstrauen gegen eine kognitiv, also verstandesmäßig orientierte Wissenschaft und glauben stattdessen an das Okkulte, an das I Ching und an die Tarotkarten. Sie haben Interesse an Meditation, übersinnlichen Phänomenen, esoterischen und transzendentalen religiösen Einstellungen. Warum habe ich jetzt so ausführlich darauf hingewiesen? Weil ich persönlich befürchte, dass die Gruppendynamik eine zentrale Methode sein könnte, um die Welteinheitsmeinung herbeizuführen, indem Menschen in solche sogenannte als Selbsterfahrungsgruppen getarnte oder Sensitivity-Gruppen oder Encounter-Gruppen getarnte Gruppen hineingeschleust werden und da gleichgeschaltet in ihrem Denken, in ihrem Bewusstsein, in ihrem Fühlen. Gruppendynamik lässt sich von ihren Wirkungen her gesehen definieren als eine Methode zur bewussten Steuerung und Veränderung des Denkens und Handelns von Menschen
Und zwar auf dem unterschwelligen Weg über das Gefühl. Die Veränderung zielt immer in Richtung der Einheit mit der Gruppenmeinung, die ihrerseits wieder von einem hierarchisch, also stufenweise angeordneten System von Gruppenleitern bestimmt wird. Das Zentrum dieser Manipulationshierarchie liegt allen Beobachtungen nach in Esa Lane, Kalifornien, wo sogenannte Supervisoren, Überwacher, geschult werden, um die Welteinheitsideologie mittels Gruppendynamik im Schneeballsystem zu verbreiten. Ich komme jetzt zum Ende. Die Bibel spricht eine deutliche Warnung aus. Das neue Zeitalter der vereinigten Menschheit ist nichts anderes als die Wegbereitung, ich sage die Wegbereitung, für das Reich des Antichristen, in dem alle einerlei Meinung haben. Nur die wirklichen Christen, die an Jesus Christus als ihren Erlöser und Herrn glauben und an ihm festhalten, nur sie werden dann Außenseiter sein. Man weiß ja auch, dass heute schon in gruppendynamischen Sitzungen derjenige Außenseiter ist, der die Liebe zu Jesus und die biblischen Gebote höher achtet als die selbstgeschaffene Gruppenmoral. Die Frage ist, stehen wir an der Schwelle zu diesem Zeitalter? Die Mittel zur Vorbereitung dieses Reiches sind also da. Es könnte genau, wie der Verfasser von BIP schreibt, wie er natürlich enthusiastisch und begeistert schreibt, es könnte genau jene ideale Kombination von Jahrtausende altem Wissen, eigenen Erfahrungen und modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen sein. Jene Synthese, jene Verbindung aus Esoterik, Grenzwissenschaften, Parapsychologie, praktischer Psychologie, Managementwissen und angewandter Philosophie. Erinnern wir uns vielleicht, wie auch Bhagwan die Methode genannt hat zur Gefügigmachung seiner Anhänger. Es ist eine Methode, die die Kombination von östlicher Mystik und westlicher Psychologie propagiert. Noch ein empfehlenswertes Buch, nämlich von Dave Hunt, es müsste an sich auch hier sein. Er schreibt in seinem Buch Götter, Gurus und geheimnisvolle Kräfte: Die meisten Sekten und Kulte sind in ihren Grundlinien gleich. Das ist interessant und das stimmt tatsächlich. Auch der Rabbi Maharaj hat mir gesagt, wenn du diese Sekten beobachtest, dann wirst du sehen, dass über 90% hinduistischen Ursprungs sind. Auch unsere westlichen Sekten. Ganz deutlich zum Beispiel christliche Wissenschaft, Anthroposophie, total hinduistisch geprägt. Die meisten Sekten und Kulte sind in ihren Grundlinien gleich. Auch sämtliches, was ich jetzt genannt habe vorhin. Er schreibt weiter, diese Gemeinsamkeiten sprechen sehr für die Vermutung, dass hinter dem Vorhang ein einziger überlegener Geist alle Fäden der gegenwärtigen kultisch-okkulten Bewusstseinsrevolution in der Hand hält. Die Bibel nennt Satan den Gott dieser Welt. Zitat Ende. Wir erleben heute buchstäblich die Erfüllung vieler Voraussagen der Bibel. Zum Beispiel Matthäus 24, mancher falsche Christus und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Falsche Propheten, falsche Christus, falsche Messiasse, Okkultisten und Ekstatiker sind heute Legion. Die Suche nach dem Übersinnlichen und der eigenen Selbststeigerung, die Sucht nach Zeichen und Wundern, sie bilden Einfallstore für Satan und für seine falschen Propheten außerhalb und innerhalb der christlichen Gemeinde. Indem der Mensch selbst wie Gott sein will, öffnet er sich diesen Kräften und nimmt alles an, um irgendwelche außergewöhnlichen hellseherischen Begabungen zu bekommen. Der Weg von unten nach oben aber führt den Menschen nicht zu Gott, sondern zu Dämonen, die ihm vorgaukeln, er könne aus eigener Kraft die Grenzen seines Menschseins sprengen. Die alte Lüge der Schlange im Garten Eden. Und deshalb gilt, und jetzt komme ich darauf, wie wir uns verhalten können, um uns mit Gottes Hilfe davor zu schützen. Wir wollen ja nicht Angst haben, aber mutig widerstehen und indem wir einfach aufgeklärt sind über die Gefahren. Wir sollen nicht das Spektakuläre suchen, sondern bis ans Ende festhalten am Kreuz Jesu Christi. Das Kreuz ist das Zentrum. Das Kreuz, in dem alles Heil verborgen liegt. Denn es gilt nach wie vor,
Die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus. 1. Korinther 1. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Und damit ist auch die christliche Antwort auf das gesamte New Age-Denken gegeben. Wir brauchen keine Übermenschen zu werden. Wir brauchen unser Bewusstsein nicht zu steigern, um die Probleme dieser Welt und unseres Lebens zu lösen. Sondern Jesus hat uns einen anderen Weg gezeigt. Er bietet uns ein neues Leben an, in dem er am Kreuz für uns gestorben ist, indem er unsere Schuld, unser verkorkstes Wesen auf sich genommen hat und indem er gestorben ist, unsere Schuld abgetragen hat. Und er bietet uns ein neues Leben an, indem er nicht am Kreuz geblieben ist und im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist und der wirkliche Herr des Lebens ist. Und jeder, der das im Glauben annimmt, der braucht sich nicht mehr selber steigern und selber zum Gott werden, sondern er wird wirklich ein Kind Gottes im Glauben an den wirklichen Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat und in keinem anderen. Nicht der Übermensch des titanischen Selbststeigerungsstrebens, sondern der neue Mensch mit dem durch Jesus Christus erneuerten Herzen. Er ist der Ausweg aus den gegenwärtigen Krisen. Die gesamte New Age-Bewegung ist eine riesige Illusion und Verführung Satans, vielleicht die größte, die es jemals gegeben hat. Und jeder ist aufgerufen, hier auch seinen Bekanntenkreis und weit darüber hinaus zu warnen. Werden wir auf diese Bewegung hereinfallen oder werden wir es lernen, auf Jesus Christus als den wirklichen, lebendigen Sohn Gottes zu vertrauen, der allein unser Leben und dadurch auch die Welt neu machen kann? Vor dieser Frage steht jeder von uns, stehen Sie und ich heute. Und was den Antichristen angeht, das Thema war ja New Age-Bewegung oder Antichrist, möchte ich sagen, sein Reich wird kommen. Die Bibel hat es uns ganz deutlich gesagt. Es ist keine Märchenfigur. Und es wird äußerlich prächtig sein, aber für alle gläubigen Christen furchtbare Verfolgungen geben. Wir müssen Verfolgung leiden, wenn wir es erleben. Und auch heute schon leiden wir ja unter den ganzen Verführungen, unter den ganzen Kulten, darunter, dass so viele Menschen den Weg des Lebens verlassen haben und falschen Christusen und falschen Göttern, antichristlichen Boten nachfolgen. Aber unser Herr Jesus Christus sagt, ich bin der Sieger. Jesus ist der Sieger. Und keiner kann uns aus seiner Hand reißen, wenn wir auf ihn vertrauen und wenn wir das Kreuz niemals aus der Mitte verlieren. Das Kreuz, das uns das Heil verheißt. Ich möchte deshalb am Schluss aus Offenbarung 19 die Verse 6, 7 und 9 lesen. Und ich hörte, und es war wie eine Stimme einer großen Schar, und wie eine Stimme großer Wasser, und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasset uns freuen und fröhlich sein,